Heute habe ich wieder ein kleines Best-of-Wurmi für euch zusammengeschnitten. Zieht es euch rein und genießt es. Schöne Pfingsten, ihr lieben Menschen. Küsschen aufs Nüsschen. Hab heute Morgen ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, als Papa halbnackt und in voller Pracht vor mir stand. Konnte mir diesen Anblick wirklich nicht mehr länger geben. Sein Bauch ist so dick, er kann seine Eier doch überhaupt nicht mehr sehen. Das ergibt doch einfach gar keinen Sinn. Meine konnte ich wenigstens sauber lecken. Immer noch bin ich am Verzweifeln, wieso, weshalb, warum? Warum hat man mir meine Eier genommen und Papa durfte seine behalten? Das ist sowas von unfair und Tierquälerei obendrein. Punkt. Lass mich los! Au! Wurmi! Au! Wurmi! Wurmi! Hör auf! Hör auf! Warum machst du das immer? Als meine Eier plötzlich weg waren, ging es mir überhaupt nicht gut. Ich werde wohl nie verstehen, warum man mir das angetan hat. Sie meinten nur, es sei wichtig und gut für mich. Was ein Stuss. Gut ist es, wenn man seinen Billy als richtiger Kater fühlen und benutzen kann. Jetzt kann ich damit nur noch Pipi machen und das war's. Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr. Punkt. Heute Morgen bin ich von so einem lauten Geräusch wach geworden. Wir haben ja das Glück und wohnen direkt am Feldrand. Man kann es auch Unglück nennen. Schiebt natürlich immer direkt Panik. Weil ich Angst habe, dass so ein Mähdingsterbumster einfach meine Katze zu Katzengulasch verarbeitet. Mein Puls auf 180 ist ja klar. Ich habe dann erstmal geguckt, wo ist die Katze. Aber er lag nicht bei mir im Bett, also musste ich ihn erstmal suchen. Ich bin dann nochmal raus in den Garten, um zu gucken, ob er da vielleicht irgendwo ist, aber leider auch Fehlanzeige. Er hält sich halt sehr gerne im Feld auf und ich hoffe einfach, dass ihm nichts passiert ist. Die Nachbarn haben mir einfach schon zu viele Horrorgeschichten erzählt, von Katzen, die im Feld waren und von diesen Mähdreschern erwischt worden sind.